Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Control und unserer lieben, ja, Fürstin Jessie, kann man bald sagen, mit ihrem Outfit. Ja, wir müssen noch immer den Herrn Hartmann finden. Wir müssen ihn im Bereich des Fra Mauro AWEs finden. Das müsste hier sein. Und ich hoffe, das wird nicht wieder so ätzend wie das letzte. Weil das war schon echt nervig. Vielleicht kann sein, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen zu doof angestellt habe, aber das war, nee. Sind wir jetzt. Sind wir jetzt gerade falsch gelaufen? Weil hier kommen wir doch gar nicht hin. Nee, ich glaube, wir sind falsch. Ich glaube, wir sind falsch. Oh Gott, dunkel. Ich glaube, wir sind definitiv falsch. Was? Wer hat hier geschossen? Wer hat hier geschossen? Limited? Chief Investigator. Warte. Müssen wir. Fahrstuhl. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir richtig Wissen Sie, sind. es ist einfach schön, jemanden zum Reden zu haben. Seit ich das Panoptikon leite, behandeln mich meine Kollegen irgendwie anders. Als wäre ich verrückt, weil ich mit gewandelten Objekten arbeite. Sie verstehen gewandelte Objekte einfach nicht so wie ich. Ich will nicht angeben, aber man muss sehr empathisch sein, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ja, Ich will ja. nicht Warum muss man angeben. denn da so persönlich werden? So. Okay, ich glaube, wir haben hier. Ich glaube, wir haben hier wiederkehrende Schleifen. Ah, nee, wir sind richtig gelaufen. Wir sind richtig gelaufen. Alles. Oh, Gott sei Dank. Hier ist das Fra Mauro AWE. Ich fühle mich beobachtet. Boah, schöne Schleife. Jedes Mal, wenn man den Fahrstuhl betritt, quatscht der Herr längst in uns zu. Naja, Gott sei Dank nur dahinter. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, ja. Trotzdem, warum muss man denn da so persönlich werden? Die Forschungsteams arbeiten auch täglich mit paranatürlichem Material und niemand hält die für abgedreht. Naja, das stimmt nicht. Darling hat den Ruf, eine Macke zu haben. Aber wenn er komisch ist, dann ist es charmant. Gewandelte Objekte sind gar nicht so schlimm, wenn man sie erst einmal kennt. Ja. Wenn man weiß, was sie mögen und was nicht und worauf sie reagieren, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Vermutlich sind wir letzten Endes nur wilde Tiere, die vor dem eigenen. Ja. Du hast vollkommen recht. Ich glaube mittlerweile so auf Distanz könnten diese gelenkten Geschosse sind die? Sind die so? Haftmunition. Was brauchen die denn? Schattierte Facette, kompliziertes Motiv, versteckte Tendenz. Nichts von dem. Wir können den Schmetterer aufwerten. Ein entfernter Gedanke, ja, der schwirrt mir auch häufig mal durch den Kopf. Komm, wir werten mal den Schmetterer auf.
Und wir stellen mal den Impuls her. Mich interessiert, was das ist. Nicht genug Materialien, ja, ist klar. Schattenangst haben. Eigentlich sollten wir alle auf derselben Seite stehen. Aber manchmal wirkt es, als... Ja, oh, der Typ, ne? Also das wäre jetzt nicht nötig gewesen. So, ich pack mal Dreh raus und wir testen mal gleich. Warte, erst rüsten wir mal den Schmetterer nochmal aus. Geschossstreuung minus 23%. Das ist heftig. Schmetterschlag, ja, das ist erstmal uns egal. Nochmal minus 18% Geschossstreuung. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht auf der Waffe. Wenn wir da richtig auf Geschossstreuer gehen. Abgefeuerte Geschosse. Hier können wir mehr Geschosse abfeuern. Warte mal, wie viel können wir jetzt Würde abfeuern? jede Abteilung nur für sich Das muss kämpfen. ich mal Wie in gucken. einem Wettlauf, den alle gewinnen wollen. Eins, Wenn es aber ein zwei, Rennen ist, drei, dann ist vier, fünf, Darling allen sechs. Meilen weit voraus. Ja. Und wenn wir das hinzufügen. Er war jahrelang Eins, Trench's zwei, drei. Liebling, Wir haben immer noch aber sechs. die will. Aber die Leute reden halt. Ich natürlich nicht. Ich arbeite hart. Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Schmettergeschossschub. Ich weiß nicht, ist das vielleicht für den Lader? Das müssen wir rausmachen, das bringt gar nichts. Wo war das mit der Geschossstreuung? Hier, minus 18 Geschossstreuung. Ich denke mal, das könnte ganz gut sein auf so eine schrotflintenartige Waffe. Genau, und jetzt wollte ich ja mal den Impuls ausprobieren. Feuert Haftgranaten ab. Wir haben doch hier bestimmt was für Impuls, exklusiv. Exklusiv hier, Geschossradius. Machen wir eben hier, Explosionsradius. Viel zu tun, um sich um was anderes zu scheren. Ich muss mich auf meine Drücke. Arbeit konzentrieren und dann nach Hause, um Alfred zu füttern. Hat er auch mal Natürlich wieder schaffe ich aufzureden? es nicht immer zum Essen nach Hause. Dann sieht meine Nachbarin nach Alfred, wenn ich um 7 nicht zurück bin. Internet? Heißt Maria. Schon älter. Oh, Alter, was? Hat auch ein paar Kinder. Hab sie an Thanksgiving So. getroffen. Großfamilie. Sehr nett. Okay, das ist heftig. Naja, und sie hat einen Wunsch und füttert Alfred, wenn ich noch nicht da bin. Nach dieser Quarantäne werde ich hier einen schönen Obstkorb als Dankeschön kaufen. Ich verpasse so viele Fütterungszeiten. Sie muss wahrscheinlich ein Aha. Nassfutter kaufen. Ich darf nicht vergessen. Ich probiere mal was. Hol mal den Schmetterer dafür Um das mit. zurückzuzahlen, Hier ist ja direkt schreibe ein ich dir auf. Kontrollpunkt. Also, gucken, ob das funktioniert. Boah, was? Okay, Geschosssteuerung ist noch immer heftig. Okay, das gibt ja gar nichts, Alter. Ja, man kann halt ein bisschen. Autsch. Er lebt immer noch, ne? Boah, ich weiß nicht.
Der Impuls, der ist ganz nett. Aber so viel Schaden macht der jetzt auch nicht, ne? Da ist unser Stich besser. Explosionsradius. Gibt's ihn doch mit mehr Schaden? Feuerrate. Schaden nach Kills. Das könnte... Weil du kannst ja schon rel... Obwohl, da musst du aber auch erstmal ihn töten. Oh nee, komm. Ich tausch die Waffe aus. Die ist ja... Ah, weiß nicht. Wir nehmen unseren schönen Stich nochmal. Und dann gucken wir mal gleich. Eine schattierte Facette. Bestimmt wieder ein Bild von mir. Okay. Wo haben wir eine Lampe? Da. Noch ein Bild von mir. So. So, wir lassen mal die Lampe hier. Dann wissen wir wenigstens, wo sie ist. Falls wir sie nochmal brauchen. Wir kommen da oben durch. Das muss ich mal... Ah, wir kommen gar nicht so hoch. Okay, kleiner Moment. Können wir nicht irgendwas... Ups. Ja, können nur Steine rausreißen hier. Oh, wir kommen da nicht an. Oh, ich will wissen... Okay, das ist jetzt ganz interessant. Dit. Können wir nicht irgendwas... Ich will da hoch, ne? Nein! Ah, fast. Wenn wir da raufkommen, könnte es fast... Ah, sie... Ah, wird nicht angenommen. Schade. Schade. Aber interessant. Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Jetzt mal ehrlich. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich will das. Scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein. Ich will den großen. Ganz toll. Oh, da fehlt nicht viel. Da fehlt wirklich nicht viel. Mann. Da fehlt... Ich suche jetzt irgendwas, ne? Irgendwas Großes. Ah, noch so ein Stuhl. Oder mehrere Stühle. Den darüber machen.
bisschen... Nein! Ah! Ah, dieser... Dass man die Höhe aber auch nicht lenken kann, ne? Ach, scheiße. Ah, ich glaube, wir können da wirklich nicht. Oh, schade. Oh, das juckt mich jetzt. Das juckt mich jetzt wirklich. Was denn jetzt? Ja, klar, seit wann überleben die Viecher? Oh. Setzt euch! Oh, Mist. Boah. Schussdruckeffizienz. Ein absolutes Add-on. Achso. Naja, komm. Reden wir nicht drüber. Hier ist eine Lampe. Warum ist hier eine Lampe? Kann ich hier wieder Dunkelheit wegmachen? Da kann ich was aufheben. Neue Mission. Schieb! Was ist denn das jetzt schon wieder? Schieb! Oh Gott, wir haben so viele... Binde und interagiere mit dem gewandelten Spielautomaten. Aha. Gut. Gut, das war der einzige Grund, sehr wahrscheinlich. Hallo? Würdest du jetzt mal bitte mitkommen? So, der Fahrstuhl geht wieder. Aber es juckt mich noch immer, dass ich da nicht hochkomme. Nicht Kisten stapeln? Nee, komm. Ich lasse es sein. Ich verschwende hier sonst nur Zeit. Ja, ich würde mal gerne... Oder muss ich da am Schaltpult wieder irgendwas drücken? Toll. Fahrstühle in der modernen Zeit gehen von alleine auf. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich da reinfalle. Oh, ich brauche wirklich die Lampe. Kleinen Moment. Lampe, Lampe, Lampe. Wo haben wir die Lampe? Lampe? Wir kommen aber nicht hoch irgendwo. Was passiert, wenn ich die fallen lasse? Sie geht kaputt. Ja, hä? Ach. Ach ja, guck mal.
Toll. Versteckter Ort gefunden. Ein Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Oh, Alter. Alter, hat der mich verjagt, ey. Ey, also jetzt mal wirklich, ne? Das Problem ist, macht das was, wenn wir da runterfallen? Ich trau mich irgendwie nicht. Wir haben ja einen Speicherpunkt. Naja, geht doch irgendwie. Boah, der Typ, ne? Ah, okay, alles klar. Da drüben ist, glaube ich, ein Speicherpunkt. Hier ist auch noch... Okay, kleinen Moment. Was? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da wollte ich dran machen. Ah, guck mal. So, hier können wir Sachen drücken. Vermutung. Ich habe da eine Vermutung. Ach so. Ah, ja. Das Problem. Ah, okay, alles klar. Schon verstanden. Schon verstanden. Schon verstanden. Schon verstanden. Schon verstanden. So. Wir bringen das Licht. Hinten war doch auch noch ein Dings, ne? Ja. Okay, das kriegen wir nicht platt. Man muss noch ein bisschen weiter vor. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich vergesse immer, dass es da ja wieder rein muss. Ich glaube, das muss bis ganz nach vorne, oder? Och, schon wieder falsch gedrückt. Huch. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht kaputt gemacht. Ah, nein, geht. Okay. Okay.
Ja. Da kriegen wir doch bestimmt was Feines raus. Eine schattierte Facette. Und da schon wieder so Fluchtdinge. Ja, nun gut. Ah, hier ist der Heizstrahler wieder. Nein! Warum? Entkomme aus dem dunklen Korridor. Oh nein. Das ist der Typ. Was? Oh, es ist so dunkel in diesem anderen Kampf. Oh nein, 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 nein. Boah. Puh, Schwein gehabt, bevor der uns treffen konnte. Kiste. Wir müssen uns so schnell bewegen, es geht nicht anders. Dann kriegen wir richtig Probleme. So, hier ist... Boah, der Typ ist so ekelhaft, ne? Was? Nein! Nein, 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 nein. Alles gut. Wo müssen wir hin? Erstmal holen wir uns das Ding. Danke. Schwere Munitionseffizienz. Wir brauchen das hier, ja. Genau. Finde hat man im... Ja, haben wir ja... Boah, ist das hell. Der Hartmann. Wir haben ihn gefunden. Aber nichts erreicht, hä? Der Hartmann. Der alte Clown. Oh, speichern. Sehr gut. Gott sei Dank, ey. Wir werden uns auf jeden Fall von den nächsten Fähigkeitspunkten, werden wir uns Lebensenergie besorgen. Ups. Der Sch- Da waren zwei. So. Wir versuchen das jetzt noch einmal und dann ist Schluss mit lustig. Verstanden? Gelee. Woher kommen Sie? Großes Chaos. Auf und locker und schweres belegtes Brot. Kim, hat jemand eine Ahnung, was dieses Ding uns sagen will? Heiß! Dreck, arrangiert dich. Warum sind Sie hier? Was zur Hölle wollen Sie? Warum waren Sie in diesem Raumschiff? Schule tragfähig, junge Junge. Ich viele brennende Ringe durch und drüber. Wind und windig, Mitchell. Hat er Mitchell gesagt? Gab es einen Mitchell bei der NASA? Oh. Wisst ihr was? Lassen wir es. Mir reicht's jetzt. Schickt das Ding in den Forschungssektor. Da können Sie es aufschlitzen oder was auch immer. Hören Sie das? Die schlitzen Sie auf, Sie Nervensäge. Spinnenzeit! Okay, da hat auch irgendwer so richtig komisch, so richtig komisch... Quatsch. Oh oh.
Oh, oh. Oh, scheiße. Ah, fuck. Sie werden sterben. Wir werden sterben. Voll. Ja, ich weiß, du willst zielen. Ist schon mal gut. Den haben wir auch erwischt. Oh nein! 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 Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Boah, weil der Typ. Ja, die haben. Die Explosionsbastarde da, die haben mich ein bisschen kalt erwischt. So. Ist noch einer, ne? Ja, für den Nahkampf ist sie schon geil. Oh oh. Ist ein bisschen aufgehalten. Wo ist er? So. Das war's. Wo ist die verdammte Kugel, ey? Da ist die Kugel. Nein! Oh, Alter! Ich brauche Lebensenergie. Boah, ne? Kopfschuss. Oh, und Lebensenergie. Hey. Unser Stich ist schon heftig, ne? Unser Stich ist schon richtig gut. So, wir müssen... Ich würde gern da hinten das freimachen, aber da haben wir doch hier hinten... Wir gehen mal nochmal zurück, weil da war nämlich ein Strahler. Da war nämlich so ein Strahler. Ups, nee, hier sind wir falsch. Wo war denn dieser verflixte Strahler? Nee, wir sind ja von... Hä, von wo sind wir denn jetzt gekommen? Von da gekommen? Nee.
Oh, wo war der Strahler? Den wir ja vergessen haben mussten. Oder hat sich hier schon wieder irgendwas zugeschoben? Dass wir da jetzt nicht mehr hinkommen. Bin ich blöd oder was? Ich guck da jetzt, ne? Ah, ne, doch. Hier sind wir richtig. Hey, ich wollte schon gerade sagen. Kann doch was nicht stimmen. Hier hinten irgendwo ging die... Hä? Was ist denn jetzt los? So, hier drüben lag ja der Strahler. Und war ja irgendwo eine Tür. Ja, stimmt. Hier. Ah, da ist er. Hä? Toll. Danke, Spiel. Finde ich richtig gut, dass ich die Lampen nicht über ein gewisses Maß übers Level hinaus mitnehmen kann. Finde ich sehr toll. Schön, dass du mir das gesagt hast. Dass die Lampen nicht, dass die Lebensdauer der Lampen nicht an der Haltbarkeit der Glühbirnen abhängt, sondern bereichsgebunden sind. So ein Mist. Oh, 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 oh. Nein! Ah, fuck. Wie ging das eigentlich, dass wir den töten konnten? Boah, ja, genau. Ja, super. Das ist mega gut. Oh, 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 lauf, 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 lauf. Oh Gott. Diese Dreckschweine. Wir sind hier eingekesselt. Oh nein! Ja, doch! Der Scharfschütze schießt da hinten noch. So, ich lass mal jetzt ihn für mich kämpfen. So, mach du den da hinten fertig. Ich muss mich erstmal ein bisschen aufpimpen hier. Haha. Jetzt bin ich dran, ja? So. Also noch einer. Nee, das ist noch derselbe. Schon wieder irgendwas. Ach, jetzt ist aber da unten frei. Guck mal. Und langsam schweben wir zum Boden wie eine Schneeflocke. Verschobene Büros. Ah.
Man muss ja nicht immer alles zerstören, ne? Boah, ist das hell. Sind wir? Der Herr Trench. Na, schon wieder so ein kleiner Schwebemann. Boah, was? Boah, wie scheinbar verträgt sich die Macht, von der Hartmann besessen ist, nicht mit den Zischen. Wake nannte ihn die dritte Form. Okay. Ich mache jetzt ein bisschen Freestyle. Nein, bitte nicht. Meine Mutter meinte immer, sprich nie mit Fremden. Immer. Nie. Immer. Nie. Aber ein Fremder ist nur jemand, den man noch nicht kennt. Was ist, wenn es nur dieses eine Wort ist, das den Freund vom Fremden trennt? Fremder. Fremder. Fremd wie die Laute in der Nacht, wenn man plötzlich erwacht und doch nicht. Es tut mir so leid, aber nein, bitte nicht. Was ist das? Ein Kettenbrief. Sowas kenne ich noch. Mama meinte, die wären böse. Nein! Ich tue besser, was er sagt. Nur für den Fall. Ich gucke mir jetzt erstmal an, was... Oh, jetzt haben wir diese Mission aktiviert. Nein, die dritte Form, das will ich machen. Hier habe ich übrigens... da habe ich übrigens eine Idee, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich war wirklich zu doof. Jesse findet einen Kettenbrief und beschließt, ein paar Kopien weiterzuschicken. Nur zur Sicherheit. Ja, Entgleist. Wir haben ja jetzt den anderen erstmal gefunden. Hier muss es doch einen Kopierer geben. Ja, wäre ein Ding, wenn es hier keinen gäbe. Wir sind in einem riesigen Büro. Das ganze Gebäude ist ein einziges Büro. Ach, wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Ah. Ach, wir sind jetzt hier unten drin. Okay, alles klar. Was? Manave nach Ladeeffizienz brauchen wir auch nicht. So, jetzt müsste ich nur wissen, wo war der Zug? Transitbereich. Das kann ja nur da gewesen sein. Transitbereich? Ja doch, kann er nur hier gewesen sein. Wo der Zug war. Verschobene Büros. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ach nee, hier. Eagle Limit. Ja, stimmt, genau. Oh Gott. Wo sind wir denn? Ah, da müssen wir hin. Ich will das jetzt zuerst machen, bevor ich das vergesse mit dem Zug. Meine Idee. Oder mein Einfall, besser gesagt, muss ich ja sagen. Der Zug. Der war da. Ah, ja, da.
Ich wollte schon gerade sagen, der ist nicht mehr da. Was? Luft holen. Och, Mann, ich hab gedacht, die Sau wäre tot nach dem Durchschuss mit Stich. Oh, mein Gott, nee. Da hat er mich aber eiskalt erwischt, dieser unsichtbare Drecksack. Das gibt's ja gar nicht. Na, warte. Wenn du jetzt nochmal auftauchst, mach ich dich fertig. Aber jetzt kommen sie, glaube ich, nicht mehr. Ja, stimmt. Jetzt sind sie alle zu feige, weil das im Überraschungsmoment nicht mehr da ist. So. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge, was aus meiner Idee denn geworden ist. Wenn ihr das nächste Folge nicht sehen solltet, dann war meine Idee falsch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Overplayed and out. Tschüss.